seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Nee, wir werfen die jetzt gegen die Bruchstelle. Ich bin zu weit weg. Okay. Wir werfen die auf die Hand. Ich bin zu weit weg. Hey ja, hallo Quo. Wir rätseln hier gerade zusammen. Kannst gerne miträtseln. Vielleicht werfen wir die gegen den Koloss. Ich bin zu weit weg. Ja, du bist zu weit weg, das wissen wir. Vielleicht gegen den Grabeingang. Ich bin zu weit weg. Nein, okay, der Wächter ist nicht stark genug. Einfach in die Ruinen werfen? Ich bin zu weit weg. Wir steuern doch gerade ihn hier, oder nicht? Was hat sie mit ihrem Ich bin zu weit weg? Oder du wirfst den Wächter mit Kugel einfach runter. Ja, ich dachte, das passiert jetzt auch, aber der Wächter kann anscheinend nicht weg, weil er ja seine Beine abgebrochen sind. Aber die Kugel wirft er anscheinend auch nicht hier runter. Ich bin zu weit weg. Bruchstelle haben wir, Koloss, Grabeingang. Habe ich alles schon benutzt, Wächter? Ich bin zu weit weg. Ja, wir wissen es. Okay. Ja, das muss ja irgendwie... Der Wächter muss doch jetzt die Kugel werfen oder irgendwas machen. Ich bin zu weit weg. 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 Okay. Ich bin zu weit weg. Also wir können mit der Kugel anscheinend nicht interagieren, obwohl wir die jetzt haben. Aber irgendwas muss doch hier möglich sein. Hand, Wächter, Bruchstelle... Wir haben eigentlich alles benutzt. Der Wächter ist nicht stark genug. Was ist denn, wenn wir mit dem Stab nochmal irgendwie... Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Ja, das haben wir schon. Okay. Wir haben noch den Rubin, aber ich denke mal, mit dem können wir eh nichts anfangen. Vielleicht brauchen wir den anderen Wächter, dass die zusammenziehen. Vielleicht sollten die einfach das zusammen festhalten. Hier. Teamwork. Hier, nimm mal die Kette. Beide Wächter sollen an der Kette ziehen. Hoffnungslos. Genau. Auch in rauen Mengen sind sie zu schwach. Ihr bräuchtet schon jemand weit stärkeren. Was ist denn mit dem Monstrum? Ist der nicht stark genug? Aber den können wir ja nicht erwecken. Boden? Okay, er schlägt auch auf den Boden. Was zur Hölle? Das geht nur bei magischen Artefakten. Okay, er schlägt auf den Boden. Was kann der Arm jetzt? Kann der das jetzt? Das wird niemals gehen. Kann der jetzt? Was macht der mit dem Boden? Er schlägt auch auf den Boden. Okay, das war wahrscheinlich einfach nur gemeint, dass die Kugel immer weiter nach hinten schießen. Jetzt haben wir die Kugel hier. Grabeingang. Du brauchst etwas weit Größeres. Ja, wir haben doch hier diese riesige Hand. Können wir die steuern? Warte mal, das habe ich noch nie ausprobiert. Der Koloss ist auch ein Wächter, richtig? Wecke ihn. Charizard, seid ihr da wirklich sicher? Ich sagte, wecke ihn. Wie ihr wünscht. Okay. Und jetzt zerquetsche den armen kleinen Wächter. Nimm den Wächter und zieh. Gerade noch ausgewichen. Oh, das war aber eine böse Lache Was irgendwie. Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey. Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte! Ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst, ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Ich habe... Den Rubin wollen wir ja nicht weggeben. Die Silberschale interessiert ihn wahrscheinlich einen Dreck. Ich habe Reichtümer. Ich bin eine Prinzessin. Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot. Der Palast geplündert. Oh. Ich war dabei. Okay, wir haben... Ja, die Silberschale würde ihn, glaube ich, nicht interessieren. Also müssen wir wahrscheinlich ihm doch den Rubin geben. Aber wir versuchen es nochmal mit der Silberschale.
Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Okay, er will den Rubin, war ja klar. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in 1000 Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Sadia al-Kebir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Okay, also ihr Ziel ist es einfach nur, in die Geschichte einzugehen? Das treibt sie an? Oh, wir sind wieder in der Gegenwart. Sadia al-Kebir? Nie gehört. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Mit Hilfe des Verkina brachte Sadia die Maske über den Rastulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Ah, das Geheimnis, was sie nicht vorlesen wollte, weil das alles verändern würde. Unwichtige Details, ist der Traum wirklich passiert, das Rätsel? Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gebildete tulamidische Prinzessin war Sadia die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet, so wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Sadia kannte die Antwort, sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun 3 Tage, das Rätsel zu lösen. Am 4. Tage werden wir weiterziehen, ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Abgemacht. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher, unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Wir haben also 3 Tage Zeit, um dieses Rätsel zu lösen. Komischer Kauz. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Oh, Nuri. Nuri? Ich bin hier. Nuri. Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe, du kannst das nicht mehr. Ich hab nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mach dir eine Salbe. Was für ein dummer Vogel. Oh, Nuri. Ja, Nuri, jetzt seht ihr es ja. Nuri ist zu einem Raben verwandelt worden. Sie hat quasi ihren Körper getauscht, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, die Arme, und sie ist verletzt. Haben wir noch... Nee, wir sind ja jetzt nicht mehr sie. Der Verband hätte jetzt geholfen. Das hier ist übrigens auch unsere alte Hütte. Wir sind wieder quasi zurück. Deshalb ist das gerade so ein bisschen wieder Flashback für mich. Vogelbaum. Guck mal, wir haben ja extra einen Vogelbaum gemacht, dass sie hier sitzen kann. Gefällt dir der neue Vogelbaum? Ja. Geron, warum muss ich erst wieder eine Fee sein, bevor wir hier weg können? Weil du eine Fee bist und kein Rabe. Und Giacomo sagt, dass wir uns beeilen müssen, dich zurückzuverwandeln. Er sagt, eine Feenseele ist etwas sehr Sanftes. Wer weiß, was geschieht, wenn sie zu lange in einem falschen Körper weilt. Außerdem kann ich dich hier um einiges besser beschützen als auf Reisen. Wenn du dich nur beschützen ließest. Oh Mann.
Okay, wir müssen es also möglichst schnell schaffen, Nuri wieder zurückzuverwandeln. Und es war übrigens keine Elfe, sondern eine Fee. Aber für mich ist sie eigentlich eine Elfe, weil Feen sind für mich eigentlich diese kleinen Zauberwesen und Elfen für mich die Ausgewachsenen mit den langen Ohren. Aber gut, sie ist eine Fee. Hoho, Nuri, ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanie. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh. Danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient. Ja, die Nuri ist ein bisschen, merkt man vielleicht, sie hat sich immer so kleine Figürchen hier gemacht, weil sie lebte halt auch ganz allein im Wald, ursprünglich und hat denen immer Namen gegeben und mit denen gesprochen. Deshalb nicht wundern, dass das hier gerade so passiert und dass sie dann darüber lacht. Sie ist sehr naiv und sehr jung geblieben. Hier haben wir ein zerbrochenes Artefakt. Ich habe alles versucht. Hesindegeweihte befragt, Zauberbücher aus der Akademie geklaut, mit Hexen paktiert. Nichts und niemand kann die Macht des Artefaktes wiederherstellen. Und selbst wenn, Nuris alter Körper ist auf ewig verloren. Hoffentlich hält dieser Fahi, was er verspricht. Ja, das war quasi auch das Artefakt, was im letzten Teil entscheidend war. So, wir haben ja ein Rezept liegen. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herrin Peraine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Okay, wir brauchen also Fett und Wirselkraut. Wirselkraut haben wir schon mal. Kommode. Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Okay, was haben wir hier denn noch? Da haben wir einen Vogelbart. Sie ist mit magischem Feenwasser aus Nuris Höhle gefüllt. Oh, Gerons Eltern. Vermisst du deine Familie, Nuri? Die Feenkönigin und den Feenkönig? Ein bisschen, aber ich gucke nicht gern zurück. Die Tiere und Pflanzen dieser Welt sind jetzt meine Familie. Oh, ihre Stimme finde ich übrigens auch sehr schön. Diese vermaledeite Harfe. Wäre sie nicht gewesen, wärst du noch du selbst. Ich will nicht daran denken. Es war so schlimm. Oh ja, das war wirklich schlimm, das Ende. Mann, es wird jetzt doch sehr viel Bezug auf den ersten Teil genommen. Das finde ich jetzt natürlich ein bisschen schade, dass die Leute, die den ersten Teil nicht kennen, das nicht so ganz verstehen. Aber es gab halt eine verzauberte Harfe und Feen sind quasi, die sind halt die einzigen, die diese magische Harfe spielen können. Aber wenn man die halt spielt, dann verursacht man halt auf der ganzen Welt oder zumindest in diesem Umkreis Albträume. Und das war, wollte halt dieser böse Mann und hat Nuri deshalb benutzt, die Harfe zu spielen und so weiter. Letzten Endes ist es halt passiert, dass der Typ, der Böse quasi, der war nämlich in diesem Rabenkörper gefangen, in dem Nuri jetzt gefangen ist. Und durch die Harfe konnte er dann auch wieder tauschen, beziehungsweise durch dieses Artefakt hier konnte er dann den Körper mit Nuri tauschen. Und deshalb ist Nuri jetzt quasi der Rabe und ja, der Böse ist dann quasi in ihren Körper gefahren und war dann auf ewig mit dieser Harfe verbunden. Das war eine sehr, sehr krasse und irgendwo schöne, aber auch schlimme, traurige Szene. Kann man sich vielleicht mal Bilder im Internet Bei angucken. Travia, er ist ganz fettig. Yay, wir haben Fett gefunden. Sehr gut. Das können wir aber so wie mit dem Klebrigen hier mit einem Messer abstreifen. Das dauert die halbe Nacht, bis ich das Fett damit ausgekratzt habe. Okay, er macht das also nicht. Wir haben einen Käfig. Wir sind ja Vogelfänger Ich fürchte, beruflich. morgen musst du da wieder rein. Zumindest so lange, bis du wieder fliegen kannst. Sonst sehen die Andergaster, dass ich mit einem sprechenden Raben auf der Schulter unterwegs bin. Und wir hätten sofort wieder einen wütenden Mob am Hals. Ja, der wütende Mob. Ja, das ist jetzt das Witzige sogar, weil er halt Vogelfänger vom Beruf ist und Nuri jetzt halt ein Rabe ist. Das ist schon ziemlich die metaphorische Ebene dabei. Sehr Unnützes interessant. Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Alles klar, wir haben unnützes Gestrüpp und einen Vorhang. Wenn ich daran ziehe, reißt der ganze Vorhang ab. Ich komme mit den Reparaturen doch jetzt schon kaum noch hinterher. Wir leben also in einer Bruchbude. Es hat sich nichts geändert. Bücher. Ich bringe sie bei meinem nächsten Einbruch zurück.
Okay, er ist also zu einem richtig krassen Dieb geworden. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass er auch früher schon so diebisch war, aber er leiht sich wohl mal ab und zu ein paar Dinge aus von seinen Nachbarn. Die freuen sich bestimmt riesig darüber. Okay, haben wir sonst noch irgendwas, was wir noch nicht angeguckt haben? Ich glaube, wir haben alles angeguckt. Wir können noch nach unten gehen. Vogelschädel. Die Schädel sind noch aus Gwynlings Zeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Tölpel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nori, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Ja, die zwei. Das war schon sehr schön. Ich habe mir auch ein bisschen gewünscht, dass sie ja zusammenkommen, aber Nein, ich muss mich um Nori kümmern. ich glaube, Nuri ist ein bisschen sehr naiv und will mit Liebe vielleicht auch gar nicht so viel zu tun haben. Wobei, ich meine, wir haben sie sogar geküsst. Wir hatten die Entscheidung, sie zu küssen und wir haben es getan. So, nach draußen können Nein, wir ich muss nicht. mich um Nori kümmern. Wir brauchen also das Fett. Wie kommen wir an das Fett ran? Können wir einfach das Wirselkraut in dem Fett einreiben? Geht das vielleicht? Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Okay, wir müssen das zermahlen. Haben wir hier so einen Mahlstein? Alchemietisch. Können wir das hier auf dem Alchemietisch machen? Das geht so nicht. Ja, du willst doch nur, dass sie Schnickschnacki machen. Ja, aber nicht in dieser Bruchbude hier. Hier ist ja nicht mal ein Bett. Wahrscheinlich hier hinter den Vorhängen. Ach Gott, die arme Nuri. Aber die Nuri ist so naiv und kindlich. Ich glaube, die weiß nicht mal, was Schnicki-Schnacki ist. Ah, wir haben ja reparieren und zerstören. Warte mal, können wir das zerstören? Den Topf, um das Fett daraus zu kratzen. Da ist Es ein wirkt nur auf Teppich. leicht zerbrechliche Dinge. Ja, der Teppich reicht vielleicht auch aus. Okay, wir müssen also das Wirselkraut zermahlen. Aber wir haben keinen Mahlstein. Der Kastanienkönig? Die Kommode? Der Alchemietisch, Vorhang? Können wir den Vorhang zerschneiden? Aus welchem Grund auch immer. Stoff kann man immer Ich gebrauchen. schneide einen Fetzen heraus. Klar, weil das tun wir halt. Aber wir wissen noch gar nicht, wieso wir das getan haben. Ein Stoffstreifen. Was können wir mit dem Stoffstreifen machen? Wir fetten den Stoffstreifen ein. Geht das? Der Fetzen ist jetzt ganz fettig. Das geht. Ein fettiger Fetzen. Fettiger Lappen. So, eigentlich bräuchten wir eine Schale oder sowas, aber wir haben keine Schale, die wir verwenden können. Dann benutze ich einfach mal den fettigen Lappen mit dem Wirselkraut. Mal gucken, was passiert. Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Okay, wir müssen es noch zermahlen. Aber wir haben hier nichts zum Zermahlen. Den Käfig, den Alchemietisch. Wir haben das Wieselkraut schon mit dem Alchemietisch verwendet, meine ich. Wir haben jetzt den Topf. Vielleicht können wir den Topf jetzt einfach nehmen. Bei Travia, er ist ganz fettig. Okay, wir können ihn nicht nehmen. Wie zermahlen wir das jetzt? Mit dem Messer. Ich brauche eine feste Unterlage, um das Kraut zu zerreiben. Ah, okay, das ist schon mal richtig, aber wir brauchen eine feste Unterlage. Auf der Kommode machen wir das. Das bringt nichts. Nee, das bringt anscheinend nichts. Auf dem Alchemietisch. Wozu? Ja, räum doch einfach das da weg. Oder räum die Bücher weg. Wir brauchen eine feste Unterlage. Vielleicht neben dem Rezept da. Bevor das Kraut wirken kann, muss ich es in einer festen Schale zerreiben. Eine feste Schale. Da steht eine Schale. Aber ich kann die nicht anklicken. Nach
Nach unten geht's auch nicht. Da ist ein Topf, aber den will er nicht nehmen. Oder muss ich das einfach in den Topf reinmachen? Wahrscheinlich so. Vorher muss ich das Kraut noch. Nein. Wir müssen es zermahlen. Ja. Nuri, hilf mir mal. Wir müssen es zermahlen. Hier. Zerbrochenes Artefakt. So, ich muss auch Auch erstmal das weg. wird es nicht Okay. wiederherstellen. Das Dankeschön und Artefakt danke bleibt fürs auf Dabeisein, ewig Rio. zerbrochen. Schlaf schön. Wir brauchen eine feste Unterlage. Auf den Büchern? Das bringt nichts. Dann geh doch mal runter. Da unten ist doch bestimmt was. Nein, ich muss mich um Nori kümmern. Okay. Eine feste Unterlage. Ich bin gerade echt überfragt. Schneid doch mal hier den Unnützes Alchemietisch. Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Wirf's doch jetzt weg, dann haben wir eine feste Unterlage. Reparieren und zerstören. Bestimmt müssen wir doch damit irgendwas machen. Hier. Es wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Da, Kommode. Zerbricht die Kommode. Da brauche ich keinen Zauber. Ach so. Ich bin echt überfragt. Zum Beispiel das Kraut zu zerreiben. Wirf es in den Topf. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 10-mal ausprobiert, oder? Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. In das Vogelbad. Ernsthaft. Vogelbad mit Wirselkraut. Wundervoll. Und jetzt mit dem Messer zerstampfen. Ich kann das Kraut mit dem Messergriff zerreiben. So.